Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti bei meiner höchsten neuen Folge StarCraft 2 mit Protoss, mit dem Mutti mit mir gegen einen Zufallsgegner. Zufallsgegner. Da kommt nur Cheese. Da kann nur Cheese kommen. Wir werden sehen. Ach, die Base ist mir zu groß. Wir machen oben dicht. Tja, keine Ahnung. Kann alles sein. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich würde sagen, wir spielen das mal Standard. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kommt auf jeden Fall nichts rüber, was ich ein bisschen komisch finde. Heute ist Samstag, heute bin ich ein bisschen müde, ne? Schlafen. Gestern ewig Fortnite gezockt. Ah, Terraner, ne? Ist auch gut. Dann können wir nur 20er Exe spielen. Da kann man wohl eine 20er Exe spielen. Doppelgas, okay. Spielt trotzdem eine Echse. Kommt wahrscheinlich gleich nur Reaper rüber. Dann sollten wir so schnell wie möglich den Cybercore bauen. Ne, er baut Marine. Okay. Das Gas abgedeckt. Gucken wir mal, wieder zurückkommen mit unserer Sonde. Fabrik, Standard halt. Ha! Die Sonne hat's überlebt. Penner. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Wir bauen keine Adepten bauen, wir bauen lieber Stalker. Wir sind natürlich ein bisschen hinterher mit unseren Pylonen. Aber ist egal, wir bauen gleich eine Robo. Ich denke, er wird irgendwann mit Cycles auftauchen. Jetzt kann ich mir das vorstellen. Nicht zu viele. Die Warteschleife, das ist immer so ein Fehler. Der Vorteil ist, wir können halt ein bisschen langsamer unsere Armee aufbauen, weil er hat keinen Reaper gebaut. Der Nachteil ist aber, er kann halt troppen da. Die Map ist sehr, sehr gut für einen Terraner. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gucken noch mal rein mit der Sonde. Ich hatte ja schon Cyclins. Ne, Marauder. Alles klar. Kommt doch wahrscheinlich mit dem Router Push. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Für zwei Gates adden. Den stellen wir hier oben hin. Wir wollen Bersis spielen. Ich habe, glaube ich, meine Gasgase viel zu früh genommen. Okay. Wir benutzen das Scouting. Da kommt er mit Banshees oder so ein Kack. Könnte ein ganz großes Problem werden.
Na, dann sind sie fertig. Ich bin hier. Forschung abgeschlossen. Sind wir jetzt abgeschlossen? Blink brauchen wir. Will ich auf jeden Fall haben. Ist auf jeden Fall noch zu Hause, bleibt wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile noch zu Hause. So, langsam müssen wir eine dritte nehmen. Dass wir erstmal saturiert haben. Also, ich will auf jeden Fall auf Kolosse. Eine dritte hat er selbst noch nicht. Auf Kolosse. Das ist zur Zeit sind wir ziemlich safe. Ich bin hier in den Schatten. Und es kommt halt auch nichts vom Terraner, also. Schön unsere dritte. Ich frage mich, warum nichts kommt. Das ist schon ein bisschen verdächtig. Okay, er baut auf jeden Fall noch ein. Nicht genügend Energie. Hier, wie ist es? Na, Kommandozentrum. Kommandozentrale, genau. Also, auf jeden Fall nach uns. Da fliegt die. Forschung abgeschlossen. Angriff, wir wollen hier vernichten. Da kommt er. Was ist euer Beginn? Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Erneut. Na, das ist aber nichts. Den kriegen wir auch noch kaputt. Jetzt kommt er. Tja, wir bauen jetzt schon Kolosse. Ach, das ist falsch. Egal. Tja, konnte nicht viel ausrichten. Scheint zu kommen jetzt. Nicht genügend Energie. Brauchen auf jeden Fall eine vierte. Und noch ein paar Gates. Wir müssen jetzt langsam einen Tech vorbereiten. Wir haben zu wenig Mineralien. Mein Leben für Ayo.
Boah, das war enge. Durch. Wir sind auf jeden Fall auf 200 hoch, brauchen trotzdem noch ein paar. Kolosse. Storm ist leider noch nicht durch. Mineralienfeld erschöpft. Upgrade durchgeführt. Mein Leben für Ajur. Wie ihr verlangt. Forschung abgeschlossen. Glaub mir, da brauche ich keinen Storm. Ja, stimm deine Leute, ey. Unsere Gedanken, meine. Erklärt euch. Keine Panzer, kein Nichts. Sind das Licht der Kader? Muschiere ich doch einfach durch. GG! Und damit haben wir ihn weggesmashed. Tja. Ja, auch die A2. Ja, was hätten wir verbessern können? Ja, wir hätten unsere Dark Templar einfach ein bisschen weiter wegstellen sollen oder ein bisschen spreaden sollen. Oder weiter dahinter, dann hätten wir vielleicht ein bisschen Storm noch gehabt, aber ansonsten, ja, keine Panzer gehabt, der Terraner. Unser Vorteil. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.